Jo, genau, da sind wir wieder. Scrap Steel, nochmal 14 Stahlpfeile hier bekommen. Moldy Breads. Mechanical Parts. Scrap Steel können wir ja gleich. Jetzt pennt er schon wieder, der Typ. Mhm. Ich kapiere den Menschen nicht. So, Steel. Dunbeam, Dankeschön für das Abo. Sehr cool, Dankeschön. Moment, komisch, aber die kommen. Okay, ja, bei mir kam ja. Vielen Dank. Haben wir beide Sunbeam. Forged Steel. Ich kann jetzt aber nicht auswählen. Ach doch, klar. Forged Steel mit Scrap Steel herstellen, ne? Genau. Ja. Was fehlt mir denn da? Ach, ich kann es nicht herstellen, weil. Weil. Ich bin nicht qualifiziert. Okay. Ja, ich habe es doch nicht gelernt. Ja. Okay, ich mach grad. Scrap Steel, warte mal. Okay. Na gut. Ich habe nochmal Scrap Steel angeschmissen. Mhm. So, jetzt gehe ich aber weiter und mal raus. Und ich will doch hier jetzt. Ich brauche, glaube ich, nochmal was zu essen. Hab dir nochmal 27 angeworfen. Kannst du wieder rausnehmen, wenn du magst. So, ich muss hier weitermachen. So, ich stelle jetzt draußen nochmal ein paar grünen Pflanzen auf. Boah, ach nee, du hast da schon Bäume aufgestellt, ne? Mhm. Sag mal, kann ich unsere Maple Seed einfach im Schneebiom hinpflanzen? Weil da ist doch Schnee. Oder muss sie trotzdem mit Wasser? Alles muss mit Wasser. Alle Pflanzen. Ja, dann bringe ich die jetzt wieder rein, weil ich habe 28 von diesen Samen in der Tasche. Das regt dich auch immer wieder mal. Also die wachsen schon noch. Es dauert halt irgendwann. Ja, aber... Meine Güte, ey. Nee, nur ich wollte jetzt nachts nicht noch draußen mit Wasser hantieren müssen. Das habe ich jetzt gerade nicht so. Okay. Ich versuche mal zu unserer Mine rüberzukommen. Ja. Ich muss leider baden gehen. Ich verabschiede mich schon mal. Gute Nacht. Außerdem, ihr das ist lieb. Ich soll nicht zu kurz kommen. Das ist echt nett. Dankeschön. Muss ich nicht heulend ins Bettchen gehen. Das ist schön. Bin ich lieb. Also, ich freue mich natürlich über jedes Abo. Ich freue mich wirklich über jedes Abo. Ich bin da nicht so eine abgebrühte Sau wie der ein oder andere, der dann so... Ach, ich finde das schlimm. Ich dachte jetzt gar nicht, ich bin da nicht so eine abgebrühte Sau wie der Well, weißt du so? Nein. Ich hab andere Leute gesehen, die kriegen im 5-Minuten-Takt ihre Abos rein und da ist noch nicht mal... Da gibt's nicht mal ein Dankeschön oder sowas, ja? Und ich denke mir nur, Alter, ey, das ist... Ja, da kann man doch mal... Ich finde das furchtbar, muss ganz ehrlich sagen. Also ich habe jetzt, ohne dass da jetzt irgendwie eine falsche Meinung von aufkommt, ich hatte letztes Mal ganz kurz wieder bei Gonk reingeguckt, ne? Der kriegt ja wirklich im 30-Sekunden-Rhythmus Abos, ne? Der war halt gerade am Talken, ne? Cool. Und ich weiß ja auch, dass der irgendwie auch, also da kommt wieder alle 30 Sekunden, ploppt da irgendwie so, er hat auch keine große Einblendung, das ist so eine fortlaufende Liste halt da rechts, ne? Mhm. Und also bei dem weiß ich auch, dass der, das wird ihm auch mal nachgesagt, ne? Der bedankt sich dann eigentlich auch. Aber wenn er gerade am Sprechen ist, macht er es dann halt auch gerade mal nicht, ne? Dafür habe ich Verständnis. Aber der kommt ja auch nicht großkotzig da mal rüber irgendwie bei der Geschichte irgendwie so. Das ist, ja, aber ich weiß nicht. Das ist auch der einzige, den ich kenne, wo die echt so plopp, plopp, plopp. So schnell hintereinander eintrudeln. Ne? Man muss es ja auch anzeigen wollen. Ne? Also man kann ja sich als Streamer auch aussuchen, dass man da gar keine Anzeige hat. Und weder Laufband noch sonst irgendwas. Habe ich bei bestimmten, also wenn ich dann auch noch für YouTube aufnehme, bei bestimmten so richtig storylastigen Spielen, wo wirklich dann... Ja, habe ich bei Spellforce zum Beispiel, was ich nur als reines YouTube-Projekt mache, habe ich mich nicht mal eingeblendet, um die Atmosphäre des Spiels zu erhalten. Ja. Genau so. Und das tut mir dann auch mal ein bisschen leid, weil... Das streame ich dann aber auch nicht, ne? Das war ein YouTube. Ja, nee, ich habe es ja im Livestream gemacht. So. Es gibt Situationen, wo man den Livestream auch ausmachen kann. Zum Beispiel This War of Mine würde ich nie mich mit einblenden, weil das nimmt die Atmosphäre weg. Ja, ist das so bei This War of Mine? Ja, finde ich schon. Also, dann also, gibt auch, also auch ohne Cam dann, oder wie? Genau, ohne Cam würde ich zwar Livestream, aber dann ohne Cam.
Weil das ist so eine drückende Atmosphäre, so ein schweres Thema, das passt dann nicht. Naja, du eiterst ja nicht vor der Kamera rum, ne? Also da kommen dann, da kommen dann auch wieder so Stimmen, die dann sagen, ja nee, gerade bei so einer drückenden Story, würde mich dann ja vielleicht auch interessieren, ja, sieht man dir das irgendwie auch an oder so oder auch nicht? Oder? Also, als ich gegen Ende, ich habe es ja geschafft. Ich habe nicht damit gerechnet, aber ich habe es geschafft. Ich habe es noch nicht durch. Und, also, ich habe es auch noch nicht angefangen irgendwo. Also, nicht zu viel Spoilern. Gegen Ende, ja. Wenn ich gesehen habe, du kriegst ja dann vorgehalten, was hast du gemacht, was hast du überhaupt angestellt. Mhm. Und das war schon ein sehr drückender Moment, als ich das nochmal unter die Nase bekommen habe, was ich da alles veranstaltet habe. Mhm. Das war nämlich nicht alles, also ich habe da schon manchmal dafür gesorgt, dass ich den einen oder anderen verloren habe oder auch getötet habe und so, ja, und das drückt ein bisschen auf die Stimmung, das muss man ehrlich sagen. Naja. Du kriegst dann so nochmal so einen Überblick und dann denkst du, boah, scheiße, ja, das haben wir angeschaut, und stimmt, da haben wir, und ah, oh, ja, das war schon nicht so ohne. Wobei ich, wie gesagt, es ist auch immer personenabhängig. Also ich kenne auch Leute, wo ich sage, du bist vollkommen egal, ob die eine kennen haben, weil die sind da an der Stelle sowieso komplett emotionsbefreit irgendwie so. Wo ich mir danach denke, hey, warum spielst du sowas überhaupt? Weil ja. Du hast doch, also, du bist doch eh emotionslos was mich schwer, an der Stelle. Was mitgenommen hat, muss ich sagen, war, als du gestreamt hast, dieses, das war so ein Mindfuck, wie ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Was kam denn so drauf drin? Du musstest dein Körper aufgeben und hattest dann. Soma. Das genau. Das war, Alter, das hat mich richtig mitgenommen. Gerade am Ende, da habe ich ein bisschen zu kämpfen gehabt. Das fand ich richtig übel, ohne jetzt direkt spoilern zu wollen, falls das jemand noch sehen will irgendwie. Seht's euch an. Aber du kriegst halt zwischendurch, du kriegst halt so ein. Machst an so einer Umfrage mit, ne? So nach dem Motto, so von wegen, ja, hier so von wegen und die haben halt was mit deinem Körper gemacht und kannst du so schreiben von wegen, ja, finde ich jetzt gut oder finde ich kacke halt und ich denke mal, die meisten würden da so erstmal reagieren von wegen, nee, geht gar nicht und ich wurde ja gar nicht gefragt und so will ich gar nicht leben und sowas. Und am Ende kommt die Frage halt nochmal und das ist dann interessant, wie man dann drüber was nachdenkt. Was du für eine Wandlung machst. Ja, das fand ich echt, das fand ich auch richtig übel. So. Ja. Und dann merkt man auch manchmal, wie inkonsequent wir auch sind. Ne? So. Naja, und will ich so nicht sagen. Sondern es ist schon so, man kriegt einen anderen Blickwinkel plötzlich. Ja, und es wurde dir auch mit, wenn man die Sachen schmackhaft macht, kann man sich auch mit bestimmten anderen Dingen anfreunden unter Umständen halt, sag ich mal, ne? So vielleicht, ja, ja. Ne? Ja. Aber ich habe ja auch gesagt, irgendwie auch als ich 20 war, ne, gibt ja so Leute, die, wenn die dann irgendwie Fastlatze haben, so, dass man sich sagt, von wegen, hey, bevor ich da meine letzten drei Haare irgendwie so geschickt hinkämme, dass das noch so aussieht, als hätte ich welche, da rasiere ich mir lieber eine Glatze. So, das kannst du mit 20 sagen, das kannst du vielleicht auch mit 30 sagen. Ich habe aber wenigstens damals schon immer gesagt, ja, so wäre mein Ziel, aber wenn du dann erstmal so weit bist, ich bin wenigstens so ehrlich, dass ich nicht hundertprozentig sagen kann, ob ich nicht dann warte ab. Wenn du in der Situation bist, siehst du es vielleicht dann doch anders. Es wäre zwar schade drum irgendwie, weil man sich wirklich seine drei Haare so noch nach vorne kämmt. Ne? Aber dieses Sack niemals, die ist halt schwierig, ne? Ja. Aber man kann sich das ja mal vornehmen, sag ich mal so. Ob dann wirklich was draus wird, ist eine andere Sache irgendwie so. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Jod, ey, Asrat. Ja, ist doch okay. Gibt's eine Potenzial? Ist kaputt. Mist. Bitte? Ich habe übrigens festgestellt, dass man Zen-Meister auch bekommt, wenn man Wurzeln hockt, ohne auf dem Bett zu hocken. Ja, genau, kriege ich ja gerade. Also das zweite Mal. Deshalb habe ich auch die Grünpflanze mitgenommen. Kriechen ist das Zauberwort. Ja, ja. Du musst rumkriechen. Ja, und ich habe aber sicherheitshalber auch die Grünpflanze mitgenommen. Da gehe ich ab und zu mal rüber, damit er wieder lächelt, ne? Genau. Momentan habe ich noch diesen Cold Sun of the Bitch irgendwie buff. Bin ich, alles klar. Schlaf gut.
Ja, okay, seine Meinung zu ändern ist nicht inkonsequent mit inkonsequent zu verwechseln. Bei Soma, ohne jetzt das Ende da vorwegzunehmen oder warum ich mich da... Danke für den Tipp. Ich war jedenfalls, habe mich sehr selbst überrascht und ich fand es auch nicht ganz richtig irgendwie so, aber es wurde mir halt schmackhaft gemacht. Da weiß ich nicht, ob das noch unter Meinungswechsel fällt. So. Also Soma ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert gewesen. Ja. Das muss man mal so sagen. Das ist Soma ist von Fictional Games. Meine ich. Und von Fictional Games ist doch auch... Jetzt habe ich wieder vergessen. Was war denn jetzt noch von Fictional Games? Hatten wir letztens erst mal drüber geredet. Das ist auch ein gutes Spiel. Ich komm gerade nicht drauf. Ist das... ich habe einen Potassium-Abschnitt gefunden. Und das war er auch schon wieder. Sag mal, Potassium ist sehr rar, ne? Oder kann das sein? Ja, das ist rar. Da gibt es keine richtigen... so bessere Vorkommen, unterirdisch oder so vielleicht. Ich habe jetzt ein einziges. Ja. Das ist aber schwierig, du. Jemand hat mir dann mal geschrieben, im zerstörten Biom, du musst nur einen Weg finden, Jod zu Eisen zu machen. Genau, das ist es. Ich bin schon wieder durch. So, Stress Resistance. Zen Master kann ich noch einen Punkt reinstecken. Ich bin jetzt immerhin auf 3 von 7. Ich weiß, da ist Asrak mir weit voraus, glaube ich. Du bist bestimmt schon auf 5 oder sowas, ne? Ach, ich doch nicht. Chillung, gute Nacht. Ach, klar. Also 4 hast du mindestens. Das ist kein Wettbewerb hier. 4 hast du auf jeden Fall. Oder wie viel hast du jetzt? Ich weiß nicht, ich muss nachgucken. Ich habe den Zen Master auf 4. Ja, okay. Potassium geht weiter. Nein! Gut. Ich hab's weggebuddelt. Ach nee, da ist es wieder. Aber ist ja auch nicht so die Mördermenge, die da rauskommt aus so einem Block, ne? Jetzt könnte er Stahl-Arrows herstellen. Oh, das ist gut. Ja, und damit kommen wir dahin, wo wir hinwollen. Also kriegt er jetzt Stahl angeboten. Ja, die sollte er... Ach, du hältst ihm ein Stück Stahl hin und sagst hier, lern mal oder was? Nee, ich halte ihm Stahl und Clay hin, wenn das gebraucht wird. Genau, 2 Stahl und Clay und sag so, jetzt machst du mal Stahlspitzen. Und damit kriegen wir dann unsere Explosionsbolzen gemacht. Ja, das ist ja nicht nur für die Explosionsbolzen gut, das ist ja auch so gut, weil die macht halt schon mehr Schaden, ne? Ja, nicht nur das, ja, klar. Meine Regel Nummer 1, wenn Well beim Graben hockt, es im Gestein so richtig hockt. Danke, Tobi. So. Und wieder Zen-Meister. Das ist gut, das ist richtig cool, dass ich den Zen-Meister ein bisschen hier mit dem Eisenabbau verbinden kann. Das gefällt mir. Okay. Du hast hier kein Duct Tape. Ist mir denn kalt? Wer? Haben wir kein Duct Tape mehr? Ich guck gerade. Könnte das Potassium sein? Ja! Das First Aid Kit Schematik habe ich schon gelernt. Ah, das ist gut. Ach, du kennst es auch schon. Okay. Mhm. Können wir verkaufen. Ja. Naja. Ich bin irgendwie sehr viel unter Tage in diesem Spiel momentan, ne? Wir geile Browning-Teile haben, ey, für das 50er Kaliber. Wir müssen mal tauschen irgendwann, glaube ich. Warum? Du fühlst dich im Moment ganz wohl, oder? Ja. Ah, siehst du? Wie gesagt, wenn ihr was Interessantes sehen wollt, müsst ihr bei Astra einschalten. So. Nein, ist gar nicht wahr. Ich habe mir den Smiley nochmal... Ist bei dir nicht interessant? Moment, nicht so. Was machst du denn gerade so?
Dosen essen. Dosen Ach essen, ja, Dosen, Dosen essen, genau. Ja, ja. Ach stimmt, ich hätte mir auch Dosenfutter mitnehmen können irgendwie. Ja? Ich muss in die Hocke. Mach hin. Was mich ein klein wenig... Was mich in der Starvation irritiert. Ich habe 5-mal Paco gefunden, aber kein Liebesnest. Ja. Asrak hat das viel schneller gefunden. Was denn? Draco schreibt gerade, was mich in der Starvation etwas irritiert. Ich habe 5-mal Paco gefunden, aber nicht ein einziges Mal ein Liebesnest. Da ging es dir besser, ne? Mhm. Sitzt immer noch tief, oder? Kann das sein? Ach was. Alles cool. Ja, bin ja nicht so sicher. Letztens hat mir jemand in den Kommentaren geschrieben, so Dinge, die man im Hardcore-Event meistens nur einmal sagt, so sinngemäß wie ich habe bestimmt nachgeladen, und ein Satz davon war irgendwie so von wegen, ach, das ist Asrak, den kenne ich, mit dem spiele ich sonst auch zusammen. Mhm. So, der ist nett oder so, genau. Ja, ja, irgendwas genau. Der Art. Ja, hat der eine andere, ein oder andere ja auch so gedacht. Hi ho, hi ho, soll ich singen? Bin ich ja auch, also das... Was, darf nett? Man ja nicht... Ja, ja, klar. Was jetzt Werbung für dich? So für Sarko-Event? Nö, ich bin ganz netter. Ja, aber man darf halt nicht im falschen Team sein, ne? Ach. Gibt's Schlimmeres. Wenigstens skill ich Mining damit jetzt hier. Mhm. Jetzt muss man eben warten, bis ich Ausdauer habe. Was habe ich denn? Wir haben schon wieder 2400, 3400 Eisen. Und 246 Potassium. Das ist gut. Das ist jetzt nicht so die irre Zahl, aber naja. Übrigens müsste das Gunpowder nebenan fertig sein, ne? Ja. Da bin ich auf dem Weg hin. Direkt neben mir ist ein Kind gespawnt. Hast du ein Zombie-Kind? Nein, ich hab Dings wieder angemacht. Achso, NPC meinst ja. Du? Ja, ja. Vielleicht ist es ja auch der Rothaarige, den ich da schon gesehen habe. Da war so rot-blond, war der. Glaube ich. Okay, hier ist nichts mehr dann. Naja, bedingt, ne? Hier gravelt sich noch weiter. Ich überlege gerade, wie tief bin ich überhaupt im Boden? Wie hoch soll ich mich hier hochgraveln? Musst du schauen. Ja, musst du schauen. Das wird man da merken. Vielen Dank für den Follow. Dankeschön. Der ganze Kram ist einstürzt hier. So, gucken wir mal. Gucken wir noch mal. Mining 69. Ja, muss ich noch. Mining Tools 80. Dann kann ich... Also momentan kann ich da noch nichts machen. Aber auf Mining 69, da bin ich auf 4 von 5. Nanu, warum ging das so schnell weg? Mann, das ist auch nur Stein, schade. Egal, nehmen wir das weg hier noch eben. Können wir da mal durch? Das wird Ming will ich nie los, nee. Das liegt daran, dass ich eine Ausbildung als Ming-Vasenverkäufer habe. Und... Ich habe letztens irgendwann mal gesagt, dass ich eigentlich gelernter Schmied bin. Das hat man mir tatsächlich geglaubt. Ich wusste gar nicht, dass ich so seriös wirke.
Nee, kommt auf die Stimme an. Du hast die Stimme wie ein Schmied. Ach Quatsch, echt? Doch, das Tiefe, ja. Ja, aber ich habe so kleine Hände. Das ist so. Weißt ja, du, das sieht ja keiner. Ein Schmied hätte so einen Müllhalberdeckel große Hände wahrscheinlich. Ja. Scooter Rex, dem Dino geht's gut. Mist, daneben geknickt. Der ist hier nebenan. Oh, habe ich mich erschreckt. Komm, mach weg da. Ja, mach weg da, Metall. Danke. So, da ist auch noch was. Ich weiß echt nicht, wohin mit dem Jod, aber man weiß ja nicht, was hinter dem Jod. Hinter dem Jod könnte sich ja auch nochmal irgendwie ein bisschen Potassium verstecken oder so. Wieso hat die mich gesehen, die blöde Kuh? Was, eine Kreischerin wieder? Ja. Ich kann auch rüberkommen, ne? Also bevor ich jetzt, ich mache hier noch 2-3 Minuten und dann komme ich wieder zu dir. Ich will auch nicht die, ich hätte jetzt fast gesagt, ich will auch nicht die ganze, ich habe da so eine Aufnahme, ne? Da habe ich, sage ich wirklich, ja, eigentlich wollte ich ja nicht die gesamte Folge in der Höhle bleiben und dann konntest du 3 Sekunden runterzählen und dann kam Gravel von oben. Mhm. Mhm. Und dann bin ich zu Hause gespawnt. Das klappt aber echt wunderbar. So, 140 Stahlspitzen haben wir. Und es fehlen irgendwie die Explosionsbolzen. Weil wir keinen Duckpit haben. Kannst du Knochen einschmelzen? Ach, komm. Fast komm. Ja, versuche ich. Aber wir haben nicht so viel Moly Bread. Und ich habe es nicht gelernt, Explosionsbolzen. Kannst du das? Ja, ich kann die. Ich habe die letztes Mal auch hergestellt, aber... Gut. Was haben wir nicht so viel für Duct Tape? Pass auf, ich pack dir alles, was du dafür brauchst. Wieso Duct Tape? Musst du Glue herstellen. Erst. Koch mal Knochen ein. Aber sonst kannst du ja in einer Chemiestation sonst gerne machen. Mhm. Ist eigentlich egal. Kannst auch ein Campfeuer machen. Kostet zwar doppelt so viel Knochen, aber Murky Water. Wir müssten, das ist unser Problem gerade, Murky Water. Nö, wir müssten noch 40 Gläser haben. 24 habe ich gerade in der Tasche. Ist im Campfire, sind da noch leere Gläser? Nee, ne? Nee. Okay, ich habe 24 leere Gläser in der Tasche. Mhm. Ja, und jetzt du. Ja, dann mache ich uns gleich Bottled Murky Water. Hm? Mhm. Okay. Ja. Aber ich habe wenigstens dran gedacht, nicht alle mit Wasser zu füllen, vorhin. Mhm, die Gläser, die wir hatten. Haben wir noch Clay? Könntest du in die Glasstation ein bisschen Clay reinschmeißen? Ich glaube, Clay ist out. Weil wir könnten noch weiter Gläser herstellen, aber wir haben halt keinen Clay mehr in dieser Glasstation. Sonst hätte ich die auch wieder angeschmissen. Clay ist in der Glasstation, es fehlt, da ist Duct Tape. Duct Tape ist bei den Waffen, wo es überhaupt nicht hingehört. Leck mich doch, das gibt's doch gar nicht. Doch, Duct Tape wird ja unter anderem auch gebraucht, um Repair Kits herzustellen, oder? Alter, wir haben so wenig Platz in der Waffenkiste, da braucht man alles andere, nur nicht Clay. Also Duct Tape wird unter anderem auch für Repair Kits genutzt, deshalb habe ich es da reingepackt. Ja, okay, sollten wir vielleicht Du könntest aber auch gerne woanders reinpacken. Ja. Ich geh mal wieder raus hier. Wo geht's denn hier raus? Wo komme ich überhaupt her? Wo bin ich überhaupt? Und wo will ich hin? Ich glaube hier hin. Nee, sag mal. Ich muss mir hier das nächste Mal, wenn ich hier bin, muss ich Treppen bauen. Geht da so gar nicht. Na. Nee. Asrak? Mhm. Oh, wo geht's denn hier raus, ey? Willst du mich jetzt fragen, wo es bei dir rausgeht, wo ich nicht bin? Nee, oder? Scheiße. Mist! Wo? Warte mal, hier?
Nee. Warte mal. Ist doch. Ist es, ich komme hier nicht mehr raus. Ich weiß nicht, wo der Ausgang ist. Echt jetzt? Du hast dich in der Reihe verlaufen. Ja, mittlerweile ist sogar die Jeopardy-Musik, die ich eben eingespielt habe, weil ich die durchaus passend fand, weg. Das ist doof. Eigentlich wollte ich bis dahin raus sein. Du hast doch so schöne animierte Fail-Bilder, oder? In deinem Chat. Das könnte man jetzt mal als Chat, würde ich da sagen, Feuer frei. Na, für sowas. Ja, das ist doof. Ja. Mann, ich war an der Stelle, war ich doch vorhin auch. Mhm. Hier muss doch ach, hier. Ah, da ist er. Alles klar. Ich habe sonst für solche Gelegenheiten auch noch Fahrstuhlmusik dabei. Ah, okay. So. Okay, ich komme mal wieder. Und wir sind übrigens bei 25 Minuten. Stell ich mal fest. Mal, wir können auch nochmal Ressourcensteine kloppen, ne, für Potassium. Das wäre auch so das geringere Problem, ne? Da kriegen wir ja auch was raus. Ja. Und zwar gar nicht so wenig. Ich habe jetzt aus dem einen Stein 11 rausbekommen. Okay. Also dafür, dass ich mich ja schon eben über 200 gefreut habe. Und das sind wirklich nur 6 Schläge, ne, die man jetzt für so einen Ressourcenstein braucht. Dann ist der weg halt. Also viel ist es nicht. Ich mache das mal auf den Rückweg, dass ich nochmal ein paar Ressourcensteine mitnehme. Ja. Warum macht ihr keinen Graben um eure Basis? Was soll dir denn so ein Graben bringen? Wir verblasen da Zeit, wie blöd. Oder meinst du einen Graben, der bis zum Boden geht? Halte ich gar nichts von. Also abgesehen davon, dass die Zombies ja auch mittlerweile deutlich weniger Fallschaden kriegen, das ändert sich ja auch irgendwie in jeder Mod wieder, sind ja unheimlich viele Leute unheimlich begeistert davon, also schon seit mehreren Alphas, sich einen Graben bis zum Bedrock zu machen. Und dann fallen die halt runter, fallen auf Spikes und sind tot. In dem Augenblick, wo ich das hätte, würde ich das Let's Play auch sofort einstellen, weil dann ist das Spiel vorbei. Ist auch irgendwie klar, ne? Weil was willst du denn? Dann ist das Spiel vorbei. Kann man machen. Ja, lächerlich. Bin ich jetzt nicht so der Freund für dann. Das kann man im Solo-Spiel machen. Also wenn das jemand für sich selber machen will, kann er das gerne tun. Aber ich hatte da keinen Spaß dran, weil wenn mir die Horde gar nicht mehr gefährlich werden kann und die kann dir dann ja, also wenn der Plan aufgeht, die fallen so tief, dass sie Schaden kriegen und landen dann auf Spikes und sind dann quasi alle tot, ja, dann ist vorbei. Das wäre jetzt meine Meinung dazu. Mein Glücklauf, dass ich gerade nach rechts geguckt habe. Chimai 800, danke für den Follow. Einfach ein Graben mit Spikes, der das Haus schützt. Naja, die Spikes da drin machen. Was? Oh! Meine Güte! Okay. Naja, irgendwann sind die Spikes in dem Graben halt kaputt. Und dann erhöhen die dir, wenn du Pech hast, vielleicht das Haus. Da hätte ich auch vielleicht meine Bedenken irgendwie, weißt du? So. Ist schwierig halt. Oh, ich komme da genau rechtzeitig hier, um Metall nachzuwerfen. Warte, wo du sollte noch eine Reihe erweitern. Rampe müsste dann auch gekürzt werden. Ja, ich bemühe mich, an verschiedenen Stellen alles richtig zu machen. Es ist aber so viel zu tun. Guck mal, Val, da sind in der Werkbank genügend Sachen drin, um ein paar Explosionsbolzen zu machen. Wärst du so nett und wirfst ein paar an? Alles Nötige ist schon da, auch Duct Tape. Ja. Ja. Du, ich hab die Taschen, voll mit Material und versuch die gerade irgendwie erstmal zurück zu. Wenn du soweit bist. Ja. Dass du das Projekt Explosionsbolzen anrührst. Ja, ist okay. Wo kommt das denn jetzt her? Ich hab 425 Potassiumnitrat. Mhm. Krass. Währenddessen abgebaut wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Achso, wir sind bei 29 Minuten. Wollen wir uns verabschieden? Können wir machen, ja, genau. Können wir machen. Okay, so, dann ist 22, 27, eine Folge machen wir noch, ne? Genau, okay. Tschüss.